Ich liebe McGonagall in diesem Teil. In diesem Band zeigt sie so viel Gefühle und Emotionen. Das fühlt sich einfach scheiße an, wenn einem die Dinge um einen rum nicht erklärt werden. Das ist einfach Kacke. Sie scheißt drauf, wenn irgendjemand dann über ihre Radieschen-Ohrringe lacht. Es ist wirklich übel, weil er hat irgendwie 12 Jahre Azkaban hinter sich, ist ausgebrochen, aber es hat bis zum Schluss eigentlich nie hingekriegt, seinen guten Ruf wieder hinzukriegen. Und als sein guter Ruf wieder hergestellt ist, ist er tot. Er weiß nichts über den Tod, weil er ist nicht tot. Er ist auch nicht am Leben. Er ist weder am Leben noch tot. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum neuen Potter Talk. Mittlerweile sind wir schon bei Band 5 angekommen, dem Orden des Phönix. So ein fetter Kloppen, 1000 Seiten, der dickste Band der Reihe und ja, ich habe ihn einfach mal so an 2 Tagen durchgehört, die 32 Stunden auf doppelter Geschwindigkeit. Also jetzt ohne Übertreibung, ich glaube, ich habe heute nichts anderes gemacht, als einmal kurz was zu frühstücken und dann diese letzten verbliebenen, glaube 9 Stunden reine Hörzeit, weil ich es auf doppelter Geschwindigkeit gehört habe. Originalzeit wären es quasi 18 Stunden noch gewesen. Irgendwie so, aber ich habe echt das durchgebinged jetzt und Jesus, das war echt eine Erfahrung mal, weil das macht man ja als Erwachsener sonst nicht mehr so. Da hört man immer mal auf dem Weg zur Arbeit oder so, so zwischendrin und dann braucht man für so ein langes Hörbuch irgendwie einen Monat gefühlt. Aber ich habe jetzt Urlaub gerade und ich hatte heute noch nichts vor und hatte Bock drauf einfach mal. Und ich habe mich gleich wieder wie so ein Kind gefühlt, wenn ich früher so vor der Stereoanlage bei uns im Wohnzimmer lag und halt das Hörbuch so gehört habe, stundenlang, bis irgendwann meine Eltern gesagt haben, so, jetzt reicht's aber auch mal wieder. War auf jeden Fall eine Erfahrung und man erinnert sich halt einfach noch an die Dinge vom Anfang gefühlt. Wenn ich jetzt darüber spreche, dann ist das nicht ein Monat her, sondern war halt vorgestern oder gestern, ich weiß gerade nicht mehr genau. Kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, wenn ihr mal viel Zeit habt und Lust, dann hört euch einfach mal so ein Harry Potter Hörbuch so gut es geht am Stück durch. Ich habe noch am Ende vom letzten Potter Talk gesagt, dass dieser Teil ja jetzt super frustrierend und nervig wird und das ist so ein Buch, auf das man eigentlich keinen Bock hat bei Harry Potter, aber es gehört halt dazu und es ist auch super wichtig, aber ich weiß nicht, ob sich das bei mir geändert hat, weil ich dieses Buch einfach mittlerweile so oft schon gelesen oder gehört oder die Filme gesehen habe. Oder ob ich es ein bisschen falsch im Kopf hatte. Ich fand es gar nicht so frustrierend, weil Harry Potter das so gut hinkriegt, selbst in so frustrierenden, düsteren Zeiten, immer wieder auch so kleine, harmonische, lustige Momente zu zeigen. Durch Fred und George oder durch einen lustigen Spruch von Ron, wenn er irgendwie voll taktlos ist oder kein Gefühl dafür hat, was andere fühlen oder sowas. Da gibt es immer wieder echt coole Momente und es hat Spaß gemacht, weil wir auch sehr schnell in dieser Hoffnungslosigkeit die DA haben, die einfach ein riesen Widerstandsfunken ist und auch so eine Hoffnung sowohl den Figuren als auch mir als Leser gibt. Deswegen konnte ich das jetzt, glaube ich, auch so schnell durchbingen. Davor hatte ich so ein bisschen Angst, dass das so lang dauern wird, weil es mir eigentlich keinen Spaß macht, auch durch Umbridge oder so. Aber es hat Spaß gemacht. Und jetzt werde ich mal ins Detail gehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem neuen Potter Talk. Oh mein Gott, ja Leute, der wütende Harry. Wer kennt ihn nicht? Wer ist nicht genervt von ihm? Ich! Also ich kann schon die Leute verstehen, die sehr von ihm genervt sind. So von dieser Art, von diesem ständigen Wütendsein, ständig frustriert sein, ständig alles auf sich beziehen und ständig denken, man selbst ist am schlechtesten behandelt und alle anderen haben keine Probleme und einem selbst geht's am schlechtesten. So, das ist so dieser Harry in diesem Teil und viele sind davon genervt und ich kann das verstehen, aber ich kann auch Harry super gut verstehen, weil, und das müssen wir uns mal wieder bewusst machen, er ist halt einfach 15 Jahre alt und das ist echt jung noch. Also ich muss mir das immer mal wieder so sagen, weil als ich das so zum ersten Mal gelesen habe, war ich immer ein bisschen jünger als Harry und
gerade wenn man den Film irgendwie gesehen hat, war auch der Schauspieler Daniel Radcliffe immer noch mal ein paar Jahre älter als die Figur eigentlich. Und für mich war Harry in Band 5 eigentlich immer schon mega groß und erwachsen und so. Der sah auch einfach schon erwachsen aus. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, Junge, der ist 15. So, das ist halt voll das Teenie-Alter. So, der ist mega in der Pubertät drin. Und natürlich, da ist jeder so. Und dann hat er halt noch diese extra beschissene Situation, dass er halt erstmal woanders ist als alle anderen. Das kann ich übelst nachvollziehen. Stell dir vor, die Party geht überall anders ab, außer bei dir. Und du musst da bleiben. Du weißt auch nicht mal, warum. Man zwingt dich dazu. Dann ist dieser Ort auch noch super beschissen. Du hast halt so viel durchgemacht. Das, was abgeht, die Vorbereitung auf den Kampf gegen Voldemort, kann auch eigentlich nur deswegen abgehen, weil du den Leuten Bescheid gesagt hast. Und dann musst du da an diesem Drecksort gammeln. Hey, wie scheiße ist das denn? Also, wer das nicht nachvollziehen kann, der hat doch keine Ahnung, oder? Also ich kann mich in diesem Teil super gut in Harry rein versetzen und habe in vielen Momenten sogar echt viel diese Wut mitgefühlt und teilweise, ganz besonders am Ende, wo ich später darauf zu sprechen komme, echt Tränen in den Augen gehabt, weil ich dieses Leid und diesen Frust von Harry so gut nachvollziehen kann. Aber er wird auch so ein bisschen ja, überheblich fast. Er ist so frustriert, dass er schon anfängt, so Sachen zu denken, die total untypisch für ihn sind. So Sachen wie, hey, ich habe viel mehr bewiesen als alle anderen, dass ich ein krasser Typ bin, weil wer hat denn hier die Dementoren in unserem dritten Schuljahr alle verjagt? Wer hat Tom Riddle in der Kammer des Schreckens und den Basilisken bekämpfen müssen? Wer hat schon den Stein der Weisen gegen Voldemort verteidigen müssen? So, ich, das war alles ich. So, das ist gerade so seine Mentalität und das ist so null Harry. Und später, wenn dann Hermine den DA-Vorschlag macht, ist er plötzlich so, also dann stellt sie ihn ja auf so ein Podest, hey Harry, du bist doch so gut in Verteidigung gegen die dunklen Künste und du musst uns da, doch da unterrichten können. Dann ist er plötzlich so, hey, das war ja alles nur Glück und ich hatte immer Hilfe und eigentlich bin ich gar nicht so krass und dann ist er wieder Harry so, ne? Das zeigt so ein bisschen diese Ambivalenz in diesem Buch, in seiner Lebensphase gerade auch, aber das ist halt auch einfach völlig, völlig normal und nachvollziehbar. Pubertät, at its best halt einfach. Ja, wir sind immer noch bei den Dursleys am Anfang und Harry wird von Dementoren angegriffen. Harry und Dudley gemeinsam. Und das fand ich damals, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, einen mega krassen Moment, weil ich war so, boah, was? Jetzt geht hier wirklich. Also jetzt überschneiden sich hier wirklich zwei Welten und das ist so lustig, weil das geht halt nicht nur Harry damit so, der das ja sozusagen so erlebt, sondern mir selbst als Leser so, der für den das beides eigentlich eine Welt ist, aber es fühlt sich halt trotzdem krass an, dass dann die Dursleys plötzlich mit Harry über irgendwelche Zauberer-Dinge reden. Aber sie reden dann über Dementoren und Petunia weiß, dass die Dementoren das Zauberergefängnis bewachen, was irgendwie so ein richtiger Schockmoment für Harry ist. Warte mal, was? Du weißt hier Bescheid? Mrs. Fig, die irgendwie über Dumbledore Bescheid weiß, ist das eine, aber Tante Petunia, die dann über Dementoren Bescheid weiß, ist noch mal krasser. Und Petunia sagt dann sowas: Ja, meine Schwester hier, ich habe es damals gehört, wie dieser schreckliche Junge ihr das erzählt hat. Und Harry sagt dann: Warum sagst du nicht den Namen von meinem Vater? So. Und da gibt es dann keine Antwort drauf. Sie werden dann von irgendwas unterbrochen. Aber ich habe mir dann plötzlich gedacht, weil natürlich denkt man erstmal, sie meint den Vater, also James. Aber sie redet wahrscheinlich gar nicht von James, sondern von Snape. Also, weil Snape und Lily haben ja eigentlich immer früher die Zeit miteinander verbracht, was Petunia mitgekriegt hat und was Petunia auch dazu gebracht hat, dass sie eigentlich selber gerne eine Hexe wäre und nach Hogwarts ginge. Das erfahren wir alles in Band 7. Aber ja, also sie wird halt wahrscheinlich eher von Snape reden und sie wird aber nicht wissen, wie der heißt oder das vielleicht vergessen haben. Und deswegen sagt sie halt nicht den Namen. Ja, das fand ich voll krass, aber das auch wieder, zeigt mal wieder, wie lang J.K. Rowling solche Enthüllungen eigentlich schon vorausgeplant hat.
Die Dursleys werden dann weggelockt, damit die Vorhut vom Orden des Phönix Harry abholen kann. Sie fliegen dann mit Besen zum Grimmauld Place, dem gar fürnehmen Haus der Blacks oder so. Wir erfahren dann ganz viel über Sirius' Vergangenheit, dass das eben das Haus von seiner Kindheit war und dass seine Familie ziemlich übel auch war. Aber auch hier schon so eine Andeutung von diesen Graustufen oder auch einem Vorboten von einem Zitat von Sirius dann später, dass eben die Familie von Sirius ziemlich, also jetzt irgendwie nicht nett waren und auch irgendwie fanden, dass Voldemorts Ansichten gut waren, aber sie waren jetzt keine Todesser, abgesehen von seinem Bruder. Wir lernen dann auch eben Mrs. Black kennen, das Porträt von ihr und Creature, den Hauselfen, über den ich dann auch nachher noch ein bisschen mehr reden werde. Wir erfahren von Percy, der einfach übelst abgedreht ist, der sich jetzt mit Mr. Weasley gestritten hat, nicht mehr mit der Familie spricht, der sich so richtig abgewandt hat, weil er eben der Meinung ist, Voldemort ist nicht zurück, Dumbledore ist ein Spinner und er hält jetzt halt zum Ministerium. Und die Aussage von seinem Vater, dass das Ministerium ihn jetzt wahrscheinlich nur befördert hat, um Informationen über die Weasleys zu kriegen, das kränkt ihn natürlich übelst und er will sich ja wichtig fühlen und ist eigentlich stolz auf seine Beförderung und will es nicht einsehen, dass er vielleicht dann nur benutzt wird. Und das zeigt so richtig so eine Spaltung in der Gesellschaft, dass es auch nicht vor so einer Familie Halt macht, die eigentlich gut miteinander klarkommen. Also ich meine, es ist schon klar, wenn es einen von den Weasleys trifft, dann Percy so, das passt schon. Aber das sind auch Dinge, die in unserer Welt sehr präsent sind oder zumindest auch mal waren. Das erkennt man bei Harry Potter schon immer mal wieder so gesellschaftliche Phänomene, die wir irgendwie in den letzten Jahren ein bisschen mehr erlebt haben, kommen da irgendwie auch vor. Finde ich sehr interessant auf jeden Fall. So Verschwörungstheorien, so Leugnung, das ist irgendwie was total Logisches, Nachvollziehbares, was man total viel erlebt, dass Leute Angst haben, sich irgendwas einzugestehen und sich dann in irgendwelche Verschwörungstheorien reinflüchten. So, oh nee, kein Bock, dass wir jetzt irgendwas tun müssen für den Klimaschutz. So, nee, gibt's gar nicht. So, oder kein Bock, dass wir jetzt was gegen Corona tun müssen. Gibt's gar nicht. So, kein Bock, dass wir jetzt was gegen Voldemort machen müssen. Gibt's gar nicht. So, das ist total die krasse Parallele eigentlich. Hermine und Ron werden dann zu Vertrauensschülern. Alle sind völlig aus dem Häuschen, dass Ron Vertrauensschüler geworden ist und nicht Harry. Alle hätten gedacht, dass Harry Vertrauensschüler wird und ich war immer so, also schon immer habe ich mir gedacht, wieso? Also ich hätte niemals jetzt irgendwie das für völlig selbstverständlich gehalten, dass Harry Vertrauensschüler wird, weil Harry macht die ganze Zeit nur Scheiß. Er ist jetzt nicht gerade so ein vorbildlicher Schüler. Nur weil er die Hauptfigur ist, soll das jetzt irgendwie logisch sein und also. Deswegen finde ich jetzt nicht, dass es bei Ron mehr Sinn macht. Das macht bei beiden eigentlich keinen Sinn. Ich hätte jetzt halt keine Ahnung. Man weiß ja nicht, wegen, keine Ahnung, irgendwie ein Seamus oder so. Weiß ich gerade gar nicht, ob der so vorbildlich ist immer. Aber zumindest mal vorbildlicher als Harry und Ron, oder? Also die machen die ganze Zeit nur Scheiß eigentlich, brechen irgendwelche Regeln. Also die hätte ich jetzt eigentlich beide nicht als Vertrauensschüler gesehen. Wir lernen so ein bisschen den Orden des Phönix kennen. Wir merken jetzt, okay, es geht jetzt wirklich richtig auf den Krieg zu oder die Vorbereitungen für den Krieg. Wir wissen ja, Voldemort ist zurück und er wird jetzt Anhänger um sich scharen. Es ist ihm sehr gelegen gekommen, dass jetzt sehr viele in der Zaubererwelt seine Rückkehr irgendwie leugnen und nicht wahrhaben wollen. Aber der Orden des Phönix, der kämpft so ein bisschen dafür. Aber es ist sehr schwierig. Die müssen das alles undercover machen und dürfen das nicht so das Ministerium mitkriegen lassen, weil sonst wären sie ja auch alle weiter diffamiert und niedergemacht. Das ist ganz, ganz übel, auch wie der Tagesprophet irgendwie vom Ministerium gesteuert wird und dann so nebenbei immer so Bemerkungen einstreut, dass Harry ein Spinner ist und dem man ja nicht vertrauen kann und Dumbledore wird aus seinen ganzen Ämtern enthoben. Ist eine ganz, ganz üble Situation gerade und Moody zeigt dann Harry zwischendurch mal so ein Foto vom alten Orden des Phönix, von damals, vom ersten großen Zaubererkrieg. Denkt Harry, das findet das interessant, aber er findet es total schlimm zu sehen. Und mein Gott, so viele Leute, die alle heute gar nicht mehr leben, weil die alle gestorben sind.
ist voll heftig. Und irgendwie kurz danach kommt dann auch die Szene mit Mrs. Weasley und dem Irrwicht, der dann irgendwie von jedem Familienmitglied einmal die Form annimmt, wie es tot ist. Und sie ist da am Schluchzen und hat plötzlich voll die Panikattacke, dass halt das wieder wie damals wird jetzt und alle reihenweise sterben werden. Und es wäre ein Wunder, wenn alle heil aus der Sache rauskommen. Lupin muss sie dann so ein bisschen zurückholen und sagen, ja, das war damals richtig schlimm, aber heute sind wir viel besser aufgestellt. Wir konnten schon eine Stunde nach Voldemorts Rückkehr anfangen, uns vorzubereiten und wir sind viel mehr. Damals waren wir viel weniger. Heute sind wir wirklich viel besser aufgestellt. Aber es zeigt nochmal so dieses, fuck, es wird halt jetzt schon ein Krieg kommen und es wird übel und Menschen sterben. Es ist nicht so, dass dann einmal am Ende ein Cedric stirbt und das ist dann voll krass. Nein, es werden die ganze Zeit Leute sterben. Auf der Zugfahrt im Hogwarts Express lernen wir dann Luna Lovegood kennen und oh mein Gott, ich liebe sie. Also Luna ist einfach so ein toller Charakter und ich glaube, da geht's echt vielen Leuten so, weil sie einfach super individuell ist, super einzigartig. Sie lebt halt ihr Leben genauso, wie sie halt Bock drauf hat und das ist halt irgendwie total abseits von sämtlichen Normen und sie scheißt drauf, wenn irgendjemand dann über ihre Radieschen-Ohrringe lacht oder steht halt dazu, dass sie glaubt, dass es den schrumpfhörnigen Schnarchkackler gibt und dass sie nach dem suchend wird, auch wenn alle anderen sie da für eine Spinnerin halten. Sie hat alles egal, aber sie ist halt auch nicht nur eine Spinnerin, die komische Dinge glaubt oder irgendwie gut darin ist, so unangenehme Situationen zu schaffen. Nein, sie ist halt auch super loyal und auch sehr rational und unangenehm schlicht dann manchmal. Also wenn die dann am Ende da im verbotenen Wald sind und Harry, Ron und Hermine wollen zum Ministerium und fragen sich jetzt, wie kommen wir da hin und wollen eigentlich auch wirklich nur zu dritt, ist Luna so, naja, also wir fliegen halt einfach, ist doch klar. Und wenn wir dann in Hogwarts ankommen, geht's erst richtig los mit der aktuell super beschissenen Lage in der Zaubererwelt. Es geht los damit, dass der sprechende Hut ein neues Lied singt und darin Kritik übt, dass die Schüler und Schülerinnen in Häuser eingeteilt werden, weil eigentlich in solchen Zeiten müssen wir zusammenhalten, für Zusammenhalt stehen und nicht uns weiter in irgendwelche Häuser aufteilen, die sich dann gegenseitig irgendwelche Vorurteile entgegenhalten und sich nicht mögen oder so. Nein, wir sollten eine Einheit sein. Aber mal so ist es halt schon immer und deswegen kommt jetzt die Häusereinteilung. Es gibt super viele Leute, wie zum Beispiel Seamus, der ja eigentlich immer nett war, die jetzt plötzlich denken, Harry ist ein Spinner und verrückt und ihm nicht glauben und den Tagespropheten eben für bare Münze nehmen. Aber es gibt auch Unterstützer, es gibt Luna zum Beispiel eben, die klar sagt, hey, ich glaube dir, Harry, oder Ernie McMillan, der sagt, hey, es sind nicht nur Spinner, die dir glauben, ich glaub dir auch. Super lustig. Und dann fällt auf, dass Hagrid fehlt. Und alle machen sich Sorgen. Oder Harry, Ron und Hermine machen sich Sorgen, dass Hagrid fehlt, noch nicht zurück ist. Hoffentlich ist ihm nichts passiert, weil keiner weiß irgendwas über ihn oder keiner will ihnen etwas darüber sagen. Und ja, Leute, ich komme jetzt zum großen Elefant im Raum oder zur großen Kröte im Raum. Umbridge. Yay. Wir alle lieben sie. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe sie früher auch sehr leidenschaftlich gehasst, aber jetzt diesmal bei diesem Reread fand ich sie gar nicht so schlimm. Und ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass ich daran gewöhnt bin. Mein Gott, ich weiß, sie ist echt ätzend und scheiße, aber ich reg mich jetzt nicht mehr so leidenschaftlich drüber auf, über alles, was sie sagt und tut. Tatsächlich stöhne ich dann eher nochmal ein bisschen auf, wenn halt ein Harry es zum wiederholten Mal nicht schafft, sich zurückzuhalten. Und ich denke mir immer so, ach komm, Harry, du weißt, dass du jetzt wieder eine Woche nachsitzen kriegst mit Hand aufschlitzen und so. Warum hältst du nicht einfach die Klappe? Aber ja, so ändert sich sowas. Und ich kann es auch immer noch sehr nachvollziehen, dass man Umbridge krass hasst, weil, wie gesagt, ging mir früher auch so. Und ich habe mich das mal gefragt, warum man Umbridge so sehr hasst, also, mein klar, sie ist ätzend so, aber warum hasst man sie eigentlich so mehr als jeden anderen, mehr als es eine Bellatrix oder einen Voldemort, die halt richtig böse sind?
Ja, ich glaube, es ist halt einfach, weil Umbridge näher an uns dran ist und realer wirkt. Sie ist nicht so völlig far from everything böse, so völlig übertrieben. Nein, sie ist halt wie jede Machtposition, die wir selber auch schon mal erleben konnten, die halt ihre Macht ausnutzt. Super viele Leute hatten schon mal irgendwie einen Lehrer oder einen Chef, der halt seine Macht ausnutzt und ein Arschloch ist. Und deswegen kann man da so gut relaten und fühlt es halt so viel intensiver als ein Voldemort, der halt kaum noch menschlich rüberkommt. Mehr so wie so ein Monster schon, was halt tötet und gegen das man kämpfen muss. Aber dieser Hass auf so eine reale Person, die halt genau so auch wirklich in der Wirklichkeit existieren könnte und nicht nur könnte, sondern auch tut, das ist halt nochmal ein viel realerer, viel echterer Hass. Ja, also wir haben Umbridges Unterricht. Sie leugnet natürlich, dass es überhaupt irgendwie eine Gefahr da draußen gibt, auf die man vorbereitet werden muss. Harry rastet aus, sagt, dass Voldemort da doch sein könnte. Wird mit einem Brief von Umbridge zu McGonagall geschickt und das ist eine sehr schöne Szene, die es da gibt, wo McGonagall dann den Brief liest und sagt so: Stimmt es, dass Sie Professor Umbridge angeschrien haben? Stimmt es, dass Sie sie als Lügnerin bezeichnet haben? Und Harry die ganze Zeit so ganz frech und trotzig: Ja. Ja, und McGonagall dann so: Nehmen Sie sich einen Keks, Potter. So, ich liebe es, ich liebe es. McGonagall ist so eine coole Person, weil sie halt super eigentlich echt streng und strikt ist und so. Und auch hier jetzt ganz klar ist: Hey, also das war jetzt nicht cool und so. Du musst jetzt also Strafsitzen machen und ich warne dich auch weiter vor Umbridge. Aber sie ist halt auch so ein bisschen so: Ah, Harry, war schon ganz cool, dass du das machst. So, ich respektiere dich dafür, hab erstmal einen Keks dafür. Das ist schon irgendwie eine coole Person. Ist auch später ja so, als Umbridge dann in der Unterrichtsinspektion bei McGonagall ist und McGonagall halt genauso schnippisch und pampig ist wie Harry und Harry sich noch so denkt: Hey, was will sie jetzt, mir hier Warnungen auszusprechen und mich dafür zu kritisieren, dass ich so bin? Und dann kann sie sich selber nicht zurückhalten und am Ende lächelt Harry ihr so leicht zu und McGonagall lächelt so zurück. Das ist schon irgendwie cool. Das ist schon eine coole Atmosphäre. Ja, weiß ich nicht. Coole Dynamik dann so. Ja, das Nachsitzen ist natürlich super übel. Mit diesem Spruch, ich darf keine Lügen erzählen, sich in die Hand ritzen zu lassen und so, das ist halt echt heftig. Also, aber es ist auch hier irgendwie so eine krasse Dynamik dann so zwischen Umbridge und Harry. Umbridge, die ihn das machen lässt. Harry, der versucht, das möglichst ohne sich was anmerken zu lassen, durchzuziehen. Es wäre so das Schlimmste für ihn, wenn sie merkt, wie schrecklich er das findet. Und deswegen will er auch erstmal Harry und Ron, Hermine und Ron nichts davon erzählen und erst recht nicht Dumbledore, weil er so ein bisschen das Gefühl hat, das ist ein Kampf zwischen Umbridge und mir. Das ist was Persönliches. Das sollte jetzt niemand anderes mitkriegen oder so. Ist ja sehr interessant. Quidditch. Ron spielt dann Quidditch. Er wird zum Hüter der Mannschaft, aber ist jetzt nicht besonders gut, sagt schon Angelina direkt von Anfang an. Aber sein Problem ist halt auch so ein bisschen die Nervosität. Harry spricht dann im Kaminfeuer mit Sirius und sie sprechen über Umbridge und wie übel Umbridge ist und dass Harry ja wirklich Schmerzen in der Narbe gekriegt hat, als er einmal oder als Umbridge ihn berührt hat und er deswegen denkt, vielleicht ist sie auch irgendwie von Voldemort besessen. Evil genug wäre sie ja. Und Sirius sagt dann diesen ultra guten Satz: Nein, ich meinte nicht Siri. Sirius. Sirius. Keine Ahnung, irgendwie ging gerade Siri bei mir an und ich glaube, sie hat Siri. Aber eigentlich weiß ich, hey, egal. Es ist ein ziemlich guter Satz von Sirius, der dann eben sagt, die Welt teilt sich eben nicht in gute Menschen und Todesser. Und das ist auch so ein bisschen die Botschaft oder das Learning in diesem Buch, dass es halt plötzlich nicht nur die Guten und die Bösen gibt, sondern es gibt halt auch eine Umbridge, die halt
echt ätzend und auch irgendwie evil ist, aber anders evil. Sie ist jetzt keine Todesserin oder so, aber so ist die Welt halt nicht. Genauso wie bei der Familie von Sirius, die halt alle auch irgendwie böse, böse waren, aber keine Todesser. Also das macht es ein bisschen schwieriger. Es gibt diese Graustufen. Generell Sirius ist in diesem Buch auch eine tragische Figur, finde ich. Also es ist wirklich übel, weil er hat irgendwie 12 Jahre Azkaban hinter sich, ist ausgebrochen, aber es hat es bis zum Schluss eigentlich nie hingekriegt, seinen guten Ruf wieder hinzukriegen. Und als sein guter Ruf wiederhergestellt ist, ist er tot. So, ne? Und die ganze Zeit zwischen seinem Ausbruch und seinem Tod ist er eigentlich auch ein Gefangener, weil er die ganze Zeit in dem Haus bleiben muss, nicht raus darf, weil es zu gefährlich. Er wird ja immer noch gesucht und das ist echt übel. Und gerade für ihn, für jemanden, der halt so einen riesigen Tatendrang hat, ist es echt schlimm und er wird dadurch auch echt unvorsichtig. Und als Harry ihn dann irgendwann mal zur Vernunft, zur Vorsicht ruft, wird er so ein bisschen schnippisch und sagt: Ja, du bist scheinbar doch weniger wie dein Vater, als ich dachte. Dein Vater hätte das gerne gemacht, schon allein wegen dem Risiko. Das ist halt echt übel, weil also er wird dann da auch von Molly oder von Hermine für kritisiert. Aber es ist halt auch ja verständlich irgendwo. Insgesamt finde ich, das habe ich jetzt nochmal so beim Hören von diesem Hörbuch bewusst gemacht, Sirius ist wirklich eine tragische Figur. Und generell, gerade die Lage in der Schule in Hogwarts ist super ätzend. Zum ersten Mal in seinem Leben hat Harry eigentlich gar nicht so Bock auf Hogwarts, weil es nur Scheiße ist. Er hat diesen riesen Stapel Hausaufgaben die ganze Zeit, weil es ja da geht, ja. Umbridge holt ihn gefühlt jeden Abend zum Nachsitzen und schlitzt ihm die Arme auf. Ständig machen ihn Leute an, weil sie ihm nicht glauben oder sie ihn für einen Spinner halten. Es ist halt wirklich, wirklich ätzend. Und es wäre super scheiße, wenn es da nicht diesen einen Funken gäbe. Ja, Hermine hat dann die Idee für den geheimen Club. Und im Laufe dessen sagt sie auch zum ersten Mal den Namen von Voldemort, was ich so cool finde. Das ist so, sie muss sich richtig zusammenreißen und so Mut ansammeln, um diesen Namen auszusprechen. Und dann ist sie auch direkt so: Ah, oh, Ron, reiß dich zusammen, wenn er halt zusammenzuckt, so wie sie es vorher eigentlich auch immer ist. Ne? Super, super cool. Sie ist dann so mit diesem: Harry, du bist doch perfekt dafür, unser Lehrer zu sein, Verteidigung gegen die dunklen Künste, so du bist perfekt darin. Harry wird dann gleich auch wieder so ein bisschen wütender, weil er sagt so: Hey, keiner von euch kann das doch nachvollziehen. Es geht nicht um ein paar Zaubersprüche, die auswendig zu können oder so. Ihr tut so, als wäre Cedric irgendwie dumm und konnte das alles nicht und deswegen ist er gestorben. Ihr habt einfach keine Ahnung, wie es ist, wenn du in dieser Situation vor Voldemort stehst und du weißt, es gibt nichts zwischen dir und Voldemort und dem Tod. Und dann eben Hermine zu ihm sagt: Ja, das ist genau das, was ich meine. Du hast das alles gesehen und wir nicht. Und deswegen musst du derjenige sein und der uns darauf vorbereitet. Super intensiv. Und sie starten dann eben diesen Club, nennen ihn DA. Sie sagen zwischendurch irgendwie sowas, wo sie überlegen, wo sie das machen können. Ob sie es in irgendeinem leeren Klassenzimmer macht. McGonagall könnte das bestimmt einrichten. Und dann sagt irgendjemand: Nee, das darf die auch nicht mitkriegen. So, es geht ja jetzt hier nicht um eine Lerngruppe. Das ist ja schon was sehr Rebellisches hier. Und ich denke mir so: Ja, aber der Orden des Phönix ist auch nicht eine Lerngruppe, sondern sehr rebellisch. So, das darf auch das Ministerium nicht mitkriegen. Hä, wenn die jetzt zu McGonagall gegangen wären und ihr diese Idee sozusagen so gepitcht hätten, so wie als ob sie das nicht cool gefunden hätte. Sie hätte ihnen sogar vielleicht noch helfen können, das irgendwie noch sicherer zu machen. Also, das verstehe ich halt gar nicht. Aber es ist halt auch mal wieder sowas, was dann die Kinder oder die Jugendlichen halt so für sich haben und selber schaffen müssen. Und dadurch wird das Ganze noch viel stärker, weil das wirklich komplett aus ihnen raus initiiert ist und sowas. Natürlich ist es nicht komplett durchdacht so und natürlich ist es deswegen nicht perfekt so, aber sie haben es selber initiiert und selber in den Händen. Und dadurch wird dieser Widerstandsgedanke, diese Flamme der Hoffnung noch viel stärker, weil das nicht irgendein Erwachsener unter Kontrolle hat, sondern weil sie das selber hinkriegen.
Ja, dann haben wir Quidditch. Malfoy provoziert Harry und Fred und George und deswegen verprügeln die drei ihn, kriegen ein lebenslanges Quidditch-Verbot, was ziemlich scheiße ist. Hagrid kommt dann zurück und erzählt von den Riesen, was eine spannende Geschichte ist. Er erzählt so nebenbei was von seiner Mutter, dass er sie nicht gefunden hat, nur rausgefunden hat, dass sie tot ist, aber ist nicht so schlimm, weil sie war ja eh nicht so der mütterliche Typ, aber auch mal wieder so ein kleiner Einblick in Hagrids Vergangenheit, ne? Von ihm hören wir dann später noch so eine merkwürdige Szene, wo Harry ihn in den drei Besen trifft und er dann sowas, ja, Familie, Harry, wir beide sind doch eigentlich beide Außenseiter und Familie ist wichtig. Und man fragt sich noch so, was ist denn das? Hä? Was soll das? Später erfahren wir, er hat sich wahrscheinlich sehr viel Gedanken um seinen Halbbruder gemacht, Grob, den er ja mitgebracht hat, ne? Das erfahren wir dann später alles. Harry küsst dann nach einer DA-Stunde Cho, nachdem er schon gefühlt zwei Bände lang jetzt so einen kleinen Crush auf sie hatte. Sie haben dann auch später nochmal so ein Treffen im Hogsmeade, wo sich dann aber rausstellt, dass sie halt eigentlich sehr gerne sehr viel über Cedric sprechen würde und sie sich eigentlich erhofft hatte, dass Harry das halt auch will, weil er bestimmt auch viel Redebedarf dafür hat und dann läuft halt alles schief und Harry ist halt auch echt nicht gerade empathisch, sag ich mal. Er muss dann später von Hermine so eine kleine Lektion erteilt kriegen, wie er das hätte besser machen können. Ja, ich finde, also da stellt sich Harry schon ein bisschen sehr dumm an. Ja, und ich weiß nicht, ob J.K. Rowling sich irgendwann mal dachte, ja, so sind 15-jährige Jungs generell, oder ob Harry halt einfach ein bisschen dumm ist, was das angeht. Ja, es gibt dann den Traum von Mr. Weasley. Er träumt eben, wie Mr. Weasley angegriffen wird von der Schlange. Wir stellen fest, es ist nicht nur ein Traum gewesen, es ist wirklich passiert. Dann kommt diese ganze St. Mungus-Geschichte, wo sie auch Neville treffen, wo dann auch Ron, Hermine und Ginny erfahren, was mit Nevilles Eltern passiert ist. Und Alter, ich weiß auch noch, das war wirklich ein Moment beim Hören, wo ich heulen musste, weil mir in dem Moment Neville so leid getan hat. Er hat eigentlich, es ist so scheiße für ihn immer noch, seine Eltern eben zu treffen, die ihn nicht erkennen. Und er wollte das eigentlich geheim halten. Und jetzt ist er in dieser Situation, wo er plötzlich damit konfrontiert ist, dass seine Freunde das mitkriegen. Und dann ist seine Großmutter auch noch so ätzend und sagt: Was, schämst du dich etwa für deine Eltern? Hast du deinen Freunden nichts davon gesagt? Sie verführt ihn halt richtig vor. So, das ist, also diese Großmutter, die ist schon auch irgendwie ein bisschen schräg. Und da hat mir Neville echt richtig leid getan, weil es natürlich irgendwie schon mal von Haus aus super ätzend ist, wenn die Eltern so um den Verstand gefoltert wurden, dass sie einen nicht mehr erkennen. Und dann hast du diese unangenehme Situation da im Krankenhaus quasi. Die ganze Oklumentik-Geschichte kommt mit Snape, was so gar keine gute Chemie ist, so zwischen Harry und Snape. Und das ist halt auch super dumm. Warum macht das nicht Dumbledore? Ich finde auch Dumbledores Erklärung am Ende dafür, dass er so wenig Kontakt zu Harry aufgenommen hat, ihn nie angeblickt hat, finde ich nur so halb zufriedenstellend. Es war schon alles sehr, sehr doof irgendwie, dass die nicht mehr geredet haben. Die ganze Sache mit Cho scheitert dann eben, weil sie sich auch streiten, wegen dieser ganzen. Warte mal, da habe ich was falsch rum irgendwie aufgeschrieben. Die ganze Sache mit der Petze war noch gar nicht. Eigentlich, ja, genau. Es gibt dann erstmal noch den Klitterer-Artikel, wo Harry das Exklusiv-Interview für den Klitterer gibt an Rita Kimcorn und eben der ganzen Welt jetzt mal seine Geschichte erzählen kann. Und das war auch richtig cool, weil das nochmal so ein richtiger Hoffnungsfunke war. Und das war auch so ein Durchbruch. Davor war noch das mit den Todessern, die ausgebrochen sind, wo das Ministerium nicht so eine gute Erklärung für liefern konnte, was viele Leute zum Zweifeln gebracht hat, ob da vielleicht doch was dran ist mit Voldemort ist zurück. Und dann kommt dieser Artikel von Harry im Klitterer und Umbridge macht das Beste, was sie machen kann. Also für uns quasi, dass sie den Artikel verbietet und etwas zu verbieten, das hat natürlich für Kinder und Jugendliche immer gleich so einen Reiz und yay, das muss man weiter verbreiten und plötzlich hat die ganze Schule das gelesen
Und ganz viele Leute, die Harry vorher nicht geglaubt haben, glauben ihm jetzt. Und auch eine Cho, mit der er sich eben vorher gestritten hat, kommt jetzt und sagt so, hey, das war so mutig, dass du das machst. Und es scheint so, als würden sie sich jetzt wieder verstehen. Dann wird Trelawney noch gefeuert, darf allerdings dann bleiben. Das kriegt Dumbledore noch hin und Dumbledore stellt statt ihr dann Firenze ein, was halt so ein Schlag in die Fresse von Umbridge ist, weil ja, sie hat es jetzt geschafft, Trelawney zu feuern, aber dann kommt Dumbledore und stellt einen Zentaur ein und sie hasst ja Halbmenschen und das ist halt wie schon so eine kleine Provokation gegen sie, dass er dann diesen Zentaur einstellt. Voll cool. Genau, und dann kommt das mit der Petze, dass diese Freundin von Joe, Marietta, die DR verpetzt und daraufhin muss Dumbledore dann eben fliehen. Er kriegt das eben noch so hinzuwiegen, so hey, ich habe das initiiert und Joe und Harry verstreiten sich darauf dann endgültig, weil sie kommt noch erst zu ihm und sagt so, hey, das hätte ich gar nicht gedacht, dass Marietta das macht, aber du musst verstehen, ihre Mutter arbeitet halt im Ministerium und ist voll der Druck, der da auf Marietta lastete. Und Harry hat da gar kein Verständnis. Er ist noch so, ja, Rons Vater arbeitet auch im Ministerium und er hat jetzt nicht Petze quer übers Gesicht geschrieben gekriegt, oder? Und ich war so ein bisschen, ja, aber ich kann es schon verstehen. Also so eine 15-Jährige, die dann so einen Druck irgendwie von zu Hause hat. Also, und dann halt auch einfach. Also ich meine, das ist ja nicht so eindeutig alles. Wer hat jetzt recht? Wer ist der Gute? Wer ist der Böse? Und ich glaube, dass immer noch, gerade in dem Alter, so die Einstellung von zu Hause halt super viel Einfluss auf einen hat. Viel mehr halt noch als alles andere. Und dann ist es eigentlich eh krass, dass sie von vornherein erstmal gesagt hat, hey, ich mache da bei dieser Rebellion mit. Aber dass sie dann halt später doch dem Druck ihrer Familie so ein bisschen nachgegeben hat, die ihr wahrscheinlich halt gesagt haben, hey, du musst das Richtige tun und das ist das Richtige, dich an deine Lehrerin zu wenden, die hat recht, das Ministerium hat recht. Das, also kann ich schon verstehen tatsächlich. Aber solche Zeiten sind auch einfach schwierig und ätzend und man muss sich halt irgendwie positionieren. Man wird halt gezwungen, sich zu positionieren und das ist noch mehr Druck und die einen positionieren sich dann so und die anderen so und es ist so, es kommt so viel darauf an, wie du geprägt wurdest dann halt. Ron hat halt totales Glück, dass seine Familie ihn so geprägt hat, ne? Also von daher, es sind halt ätzende Zeiten. Es kommt dann die letzte Occlumentic-Stunde, woraufhin Snape ihn rausschmeißt, weil Harry eben die schlimmste Erinnerung von ihm gesehen hat, in der er von Harrys Vater gemobbt wurde. Also das war schon echt übel. Und Harry hat so eine kleine Krise dann eben, weil er sich plötzlich denkt, hey, ich habe eigentlich immer gedacht, dass meine Eltern nette Menschen waren und jetzt erfahre ich, dass mein Vater voll der Arsch war und hier Leute einfach nur gemobbt hat, weil sie halt da waren. Er muss dann unbedingt mit Lupin und Sirius reden über den Kamin von Umbridge und die beiden, ja, versuchen es dann so ein bisschen so zurechtzurücken und zu sagen, ja, mein Gott, er war halt 15 und damals hat er sich manchmal zu sowas hinreißen lassen, aber du musst uns glauben, er war an sich ein guter Mensch und ja, manchmal ein bisschen überheblich und so und Snape war halt eben so sein erbitterter Erzfeind, so, der hat halt auch viel Scheiße gemacht und es war halt so ein wechselseitiges Ding zwischen den beiden. Und später hat sich James auf jeden Fall nochmal mehr verändert. Es ist nicht so eine ganz zufriedenstellende Erklärung, aber es ist, glaube ich, auch nochmal so, nochmal wieder ein Bild dafür, dass Menschen nie nur eine Seite sind und nie nur gute Menschen sind oder nur schlechte Menschen. Jeder hat irgendwie mal so die eine Seite und dann die andere Seite und James ist halt nicht perfekt gewesen, vor allem nicht als 15-Jähriger. Und gleichzeitig zeigt das halt auch nochmal irgendwie eine andere Seite von Snape, der halt für uns gerade immer nur ein Arsch war und jetzt war er plötzlich das Opfer und Harry hat plötzlich Mitleid mit Snape, was halt auch noch nie vorgekommen ist. Ich glaube, das ist wirklich so ein großes Thema in diesem Buch, dass
uns gezeigt wird, dass Menschen nie nur schwarz oder weiß sind. Wir haben dann noch Berufsberatung mit McGonagall, wo Umbridge dabei ist. Harry sagt, er wird gern Aura werden. McGonagall sagt ihm, was er dafür alles machen und schaffen muss. Und Umbridge ist dann direkt so, ah, Potter wird es niemals schaffen, Aura zu werden, solange Cornelius Fudge Minister ist. Und McGonagall dann so, Potter, und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich werde dafür sorgen, dass sie Aura werden, auch wenn ich ihnen jeden Abend Nachhilfestunden geben muss. Und es ist so geil. Ich liebe McGonagall in diesem Teil, weil sie so, sie war davor immer so halt so eine strenge, faire Lehrerin, okay, aber relativ ungreifbar. Und in diesem Band zeigt sie so viel Gefühle und Emotionen. Und schon am Anfang bei diesem ersten Gespräch, wo sie Harry vor Umbridge warnt, ist sie so auf der einen Seite, hey, ja, du musst jetzt diese Konsequenz tragen und diese Woche nachsitzen, erdulden, aber gleichzeitig zeigt sie auch so dieses, hey, ich habe Verständnis dafür und wir sind auf einer Seite. Sie wird sehr viel greifbarer oder auch später, wenn sie dann selber pumpig zu Umbridge wird. Und jetzt eben, dass sie sich so reinsteigert in dieses, ich muss Harry zum Auror machen, das ist super cool. Ich mag das total in diesem Band. Und was ist hier? Ich kann mein Skript nicht abrufen, Mann. Hagrid zeigt dann Harry und Hermine während dem Quidditch-Spiel, was plötzlich Rons allerbestes Spiel war, Grob. Das ist gleichzeitig auch die Erklärung, warum er noch diese krassen Verletzungen hat, die irgendwie nie verheilen, sondern immer nur schlimmer werden, gefühlt. Grob ist sein Halbbruder eben, deswegen hatte er wahrscheinlich vorhin seinen Moment mit dem, ah, Familie ist wichtig und man muss sich um seine Familie kümmern, weil er selber wahrscheinlich so ein bisschen gezweifelt hat, ob das jetzt richtig ist, den Grob da mitzubringen, aber er hat sich versucht so klar zu machen, hey doch, Blut ist wichtig, so, so seine Einstellung dazu, genau. Später sind wir dann schon bei den Abschlussprüfungen, bei den ZAG-Prüfungen und bei der Astronomieprüfung auf dem Astronomieturm sehen wir dann tatsächlich den Angriff auf Hagrid und McGonagall. Und also das hatte mich damals schon, also beim ersten Mal lesen, aber jetzt auch nochmal echt hart schockiert, weil das war schon echt richtig, richtig böse eigentlich dann so von so einer Umbridge, richtig evil. Das war nicht einfach nur irgendwie irgendwelche blöden Gesetzesänderungen oder hier Macht, hier irgendwas einschränken, so, sondern sie will halt wirklich den Hagrid angreifen und dann vor allem auch dieser Vierfach-Schocker auf McGonagall, die Hagrid halt helfen will. Und dann, was war das? Irgendwann später hat sie noch sowas gesagt wie, na, ich glaube nicht, dass die McGonagall so viel machen kann, weil sie liegt ja immer noch im St. Mungus. Boah, Alter, wie übel ist das bitte? Also das ist richtig heftig. Das hat mir nochmal gezeigt, was für ein Level von Evilness die Umbridge hier wirklich drauf hat. Und ein bisschen später werden wir das sogar nochmal mehr gesteigert kriegen. Harry hat bei einer weiteren Abschlussprüfung dann die Vision von Sirius, wie er von Voldemort gefoltert wird und er muss ihn jetzt eben retten. Sie werden dann, weil er dann nochmal im Haus der Blacks vorbeischauen muss, ob das jetzt wirklich wahr ist, was er gesehen hat oder ob Sirius in Wahrheit in Sicherheit in dem Haus chillt. Er hat dann mit Creature gesprochen und Creature ist so, ja, der Meister ist weg, er lügt natürlich. Harry wird dann von Umbridge erwischt, Snape wird herbeigeholt und Harry denkt sich noch so, ah, Snape, das letzte Mitglied vom Orden, was noch hier ist, dem muss ich jetzt irgendwie das zu verstehen geben. Und er sagt dann irgendwie, er hat Tatze in seiner Gewalt, dort, wo sie versteckt ist. Und Snape versteht das natürlich, wir wissen, dass er es nicht, aber es versteht, weil er sich es natürlich nicht anmerken lassen kann. Und scheinbar setzt er auch alles in Bewegung, aber irgendwie ist das halt alles nicht irgendwie ein bisschen schiefgelaufen, weil Harry natürlich nichts davon weiß, dass Snape eigentlich was unternimmt und deswegen trotzdem losreist. Umbridge will vorher noch irgendwie ihm tatsächlich den Cruciatus-Fluch aufhalsen, was auch echt evil ist. Es stellt sich raus, dass Umbridge die Dementoren im Sommer zu Harry geschickt hat,
um ihn zu stoppen, auch richtig evil. Also sie nimmt schon ganz schön viel in Kauf. Das sind Dinge, die nicht mal der Minister, also Cornelius Fudge, abgesegnet hat, beziehungsweise hätte. Das ist schon ziemlich evil. Sie locken sie dann quasi in den Wald zu den Zentauren, weil sie ihr irgendwie sagen, ja, da ist die Waffe, die Dumbledore gebaut hat, um gegen das Ministerium vorzugehen, bla bla bla. Da wird sie dann von den Zentauren entführt und sie können eben los zum Ministerium, in die Mysteriumsabteilung. Und das ist was, was ich bisher noch nicht gecheckt habe. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wahrscheinlich schon. Es macht auch voll Sinn. Die Mysteriumsabteilung, über die haben wir nie viel erfahren, was es damit eigentlich auf sich hat. Aber dieser Kampf hier ist ja in so verschiedenen Räumen und im Film kommt das jetzt nicht so rüber, aber im Buch gibt es da total viele so Hinweise auf diese Mysteriumsabteilung. Da gibt es zum Beispiel das eine, wo so ein Todesser dann in irgendwie so eine Glaskugel reinfällt und dann ist sein Kopf in dieser Kugel drin und wird plötzlich immer jünger und jünger, bis er ein Baby ist. Und dann wird er immer älter wieder und wieder jünger. Und Hermine sagt sowas wie, ah, das ist die Zeit. Also wir haben quasi einen Raum für die Zeit. Dann gibt es den Raum mit den Gehirnen, wo Ron dann irgendwie von diesen Gedankensträngen von den Gehirnen angegriffen wird und gefesselt wird. Das sind wahrscheinlich irgendwie so Gedanken. Dann gibt es den Raum mit den Planeten, das Universum. Dann gibt es den Schleier, hinter dem später auch Sirius dann eben verschwindet. Das ist so das Thema Tod. Und es gibt diesen verschlossenen Raum, in den sie nicht reinkommen. Und von dem erfahren wir später von Dumbledore, dass es da um das Thema Liebe geht. Also das sind wohl so die Themen, mit der sich der Mysterium, die Mysteriumsabteilung befasst. Das sind so ungreifbare, schwierige Themen, wo die Menschheit eigentlich keine große Antwort drauf hat, keine Ahnung hat und die Mysteriumsabteilung versucht so ein bisschen diesen Geheimnissen auf die Schliche zu kommen, diesen Geheimnissen der Zeit, den Gedanken, dem Universum und dem Tod und natürlich der Liebe. Die Liebe ist ja so der mächtigste Zauber in der gesamten magischen Welt und deswegen ist dieser Raum auch komplett abgeschlossen und man weiß auch gar nicht, was da genau drin ist. Das würde mich mal voll interessieren. Aber ja, das ist was mir noch nie so aufgefallen ist, diese kleinen Anspielungen auf die Themen der Mysteriumsabteilung. Ja, Leute, Sirius stirbt. Unglaublich tragisch. Ich musste so heulen jetzt vorhin, als ich das nochmal gehört habe, weil das Harry einfach so mitnimmt und er das erstmal gar nicht begreifen kann. Und er denkt sich noch so, ja, er ist ja nur hinter diesem Schleier verschwunden, er wird gleich wieder rauskommen. Und dann kommt er nicht und er denkt sich so, ja, okay, das kann eigentlich nur heißen, dass er nicht rauskommen kann. Also ist er wahrscheinlich doch tot. Dann gibt es den Kampf zwischen Dumbledore und Voldemort. Super geil, der ist auch im Film super krass inszeniert. Und da gibt es dann diese kleine Diskussion zwischen Dumbledore und Voldemort, weil Dumbledore sagt, Tom, deine Unfähigkeit zu erkennen, dass es deutlich Schlimmeres gibt als den Tod, ist deine größte Schwäche. Und Voldemort nochmal so, es gibt nichts Schlimmeres als den Tod. Das finde ich auch ein gutes Thema bei Harry Potter, dass das halt so dieser große Flaw von Voldemort ist. Zum einen, dass er nicht erkennt, dass die Liebe die mächtigste Magie ist und zum anderen, dass es schlimmere Dinge als den Tod gibt. Es gibt später von Dumbledore auch ein Zitat im siebten Teil dann bei dieser Traum-King's Cross-Szene, wo er sagt, Harry, bedauere nicht die Toten, bedauere die Lebenden. Und vor allem diejenigen, die ohne Liebe leben. Das ist das, was viel schlimmer ist als der Tod, wenn du lebst, aber du ohne Liebe lebst. Und das erkennt Voldemort aber nicht. Und das ist am Ende auch sein Downfall. Aber Dumbledore sagt es ihm sogar und Voldemort checkt es trotzdem nicht. Oh Leute, der letzte Moment, wo ich dann so heulen musste, oder vorletzter Moment, war in Dumbledores Büro, wo Harry dann einfach nur noch am Boden zerstört ist. Es ging ihm, glaube ich, noch nie in seinem ganzen Leben so scheiße wie jetzt. Das ist ja auch wirklich nicht vorzustellen. Er hat erst seine Eltern nie kennengelernt, er hat so viel Scheiß erlebt und jetzt stirbt der Mensch, der seinem Vaterersatz am nächsten kommt quasi. Das ist so übel und er ist so zerstört innerlich, dass er so wütend auch ist auf Dumbledore und das konnte ich so nachvollziehen. Ich habe diese Wut,
diesen Schmerz in ihm drin so nachvollziehen können. Und ich habe wirklich geheult, als ich das gehört habe. Auch nicht zuletzt deswegen, weil Rufus Beck das immer auch so gut liest. Er macht es auch so gut, er gibt dem Ganzen auch so viel Gefühl. Da habe ich diesmal noch gar kein Wort zu verloren. Rufus Beck, super genial. Es ist richtig, richtig übel. Und immer wenn dann Dumbledore sagt, ich weiß, wie du dich fühlst, schreit Harry ihn an. Nein, das wissen sie nicht. Und er schmeißt irgendwelche Instrumente bei Dumbledore im Raum durch die Gegend, will alles kaputt machen, will irgendwas machen, um irgendwie seinem Frust gerecht zu werden. Und irgendwann reicht es alles nichts. Und er wird am liebsten nur noch laufen und laufen und laufen und nie wieder aufhören zu laufen. Das ist echt übel und krass geschrieben. Sehr, sehr krass geschrieben. Dumbledore gesteht sich dann auch eben den Fehler ein, dass er den Kontakt zu Harry so minimiert hat. Er sagt ihm auch seinen Plan dahinter. Er dachte, wenn Voldemort nicht weiß, dass die beiden, Dumbledore und Harry, eben so viel Kontakt haben, dann würde er Harry nicht als Werkzeug nehmen, um an Dumbledore ranzukommen. Das waren seine Gedanken. Er wollte Harry halt schützen, um als Werkzeug von Voldemort zu enden. Finde ich aber auch ein bisschen sehr weit hergeholt, weil er hätte irgendwie Harry mehr erklären müssen. Er hätte ihm mehr erklären müssen. Ganz ehrlich, jeder hätte so gehandelt wie Harry, wenn er halt völlig im Dunkeln gelassen wäre. Harry hätte auch safe mehr Okklumentik gelernt, wenn ihm das jemand gescheit erklärt hätte, warum. Menschen brauchen immer ein Warum. Es fühlt sich einfach scheiße an, wenn einem die Dinge um einen rum nicht erklärt werden. Das ist einfach Kacke. Und das hätte Dumbledore wissen müssen. Aber, naja, Dumbledore macht auch Fehler. Er sieht es am Ende ein. Wieder so ein Ding. Keiner ist perfekt, ne? Es kommt dann noch das Thema Creature auf, dass man netter zu ihm hätte sein müssen, dass Creature am Ende denjenigen loyal war, die nett zu ihm waren. Und das war dann in dem Fall für uns die Falschen. Und wenn jetzt ein Sirius oder so nicht so assi immer gewesen wäre, dann wäre Creature vielleicht auch nicht so assi am Schluss zu ihm gewesen. Das ist so diese Lektion, dass die Zauberer immer so herablassend auf die niederen Kreaturen herabschauen und am Ende dafür bezahlen müssen. Das gibt's am Ende, das wird so viel kritisiert in den Büchern, also auch mit den Kobolden wird das im letzten Teil nochmal ein Thema, dass die allen Grund haben, die Zauberer zu hassen. Und ja, Harry Potter ist so eine Welt, wo vieles echt scheiße läuft, aber es ist halt so eine einzige Gesellschaftskritik. Ja, dann kommt natürlich noch das ganze Prophezeiungsthema. Nur einer kann leben, während der andere überlebt. Harrys Macht, die er dem dunklen Lord gegenüber hat, ist quasi die Liebe, wo Dumbledore auch sagt, es ist das, was dich dazu gebracht hat, dass du Sirius hinterhergejagt bist, um ihn zu retten. Das ist genau das, was du hast, was Voldemort nicht hat. Das ist auch, tatsächlich fällt mir gerade so auf, der Satz, den Daniel Radcliffe, also im Film dann, der Harry sagt, ganz am Schluss, so der letzte Satz, egal wie scheiße die Zeiten sind oder irgendwie so, wir haben eines, was Voldemort nicht hat. Und er sagt es dann auch gar nicht, aber es ist halt klar, es ist die Freundschaft, die Liebe. So, das hat Voldemort nicht und deswegen haben wir das. Genau, wir haben eines, wofür es sich zu kämpfen lohnt. So, das ist das. So sagt das eigentlich, genau. So, das Letzte, so das Allerletzte noch, wo ich dann geheult habe bei dem Buch, war dann noch der Moment, wo Harry sich plötzlich denkt, hey, ich will so sehr mit Sirius wiederreden und dann plötzlich sich denkt, ich gehe jetzt zum fast kopflosen Nick, weil der ist ja auch tot, aber ich kann mit ihm reden, so. Vielleicht wird Sirius ja auch ein Geist. Und er fragt dann den fast kopflosen Nick und er erklärt ihm dann so, ja, das werde ich immer gefragt von Leuten, deren Verwandte gerade gestorben sind oder so, aber dein Freund hier, der wird nicht wiederkommen, weil man muss vorher diesen Abdruck auf der Erde hinterlassen und das machen nur sehr wenige Leute. Und dann kommt noch sowas, wo er sagt, das machen eigentlich nur die Leute, die Angst
vor dem Tod haben, die das Leben nicht loslassen können. Und dass es eben bei ihm der Fall war. Er weiß nichts über den Tod, weil er ist nicht tot. Er ist auch nicht am Leben. Er ist weder am Leben noch tot. Und das hat beim fast kopflosen Nick irgendwie auch so traurig geklungen, dass er das bereut. Und das hört sich auch irgendwie dann voll tragisch an, dass er dieses Dasein jetzt fristen muss, weil er als Lebender irgendwie Angst vor dem Tod hatte. Und jetzt hat er diesen blöden Abdruck auf der Erde und kann das Leben nicht mehr loslassen. Auch echt tragisch. Ja, Leute, das war ein intensives Buch, was viele frustrierende Momente hatte, was viel Scheiße hatte, aber auch eben viele wichtige Momente. Wir haben jetzt genau das gesehen, was Dumbledore am Ende vom letzten Teil vorhergesehen hat. Kein Zusammenhalt, Gesellschaft gespalten, genau das, was Voldemort will. Die magische Gesellschaft hat es am Ende noch gerade so rumgekriegt, überzeugt zu werden, aber so richtig gewendet wurde das Blatt halt erst, als Voldemort dann offen aufgetreten ist und man es eben nicht mehr leugnen konnte. Ne? Wir haben viel so Parallelen zu unserer Welt gesehen mit Verschwörungstheorien und Angst und sowas, aber auch was eben so eine Flamme von einem Widerstand eben auslösen kann, dass das immer Hoffnung gibt. Man kann sich immer reinsteigern in einen, oh, es ist alles scheiße und es ist übel und wir werden alle sterben. Man kann aber auch einfach sagen, hey, nein, wir machen jetzt den Widerstand. Wir tun jetzt etwas dagegen. Und das löst halt so eine unfassbare Hoffnung aus. Das treibt einen dann an. Und jetzt ist da der Kamera-Akku ausgegangen. Krass, ich nehme schon so lange auf, aber ich bin gleich fertig. Jetzt nehme ich halt nur noch hier mit auf. Hallo Leute. das ist was ganz Wichtiges. Widerstand, Hoffnung, das treibt uns an. Und das hat uns dieses Buch gezeigt. Und das Buch hat uns auch gezeigt, dass Menschen nie einfach nur gut oder nur böse sind. Es gibt immer auch noch Graustufen dazwischen. Das macht es komplizierter, aber das macht auch das ganze Leben noch interessanter und lebenswerter. Ich bin jetzt gespannt auf Band 6. Der wird wahrscheinlich wieder so, also der Potter Talk dazu dann wieder in so anderthalb bis zwei Monaten kommen oder so, oder mal schauen. Ich will auf jeden Fall versuchen, mit der ganzen Potter Talk Reihe noch bis Ende des Jahres fertig zu werden, und nächstes Jahr kommt dann was Neues. Aber ja, Band 6 wird, also ich meine, da sind wir dann richtig im Krieg, ja? Da wird es dann richtig übel. Noch übler wird es dann erst im allerletzten Teil, aber wie wir es schon gesagt haben, in Harry Potter sind selbst in den übelsten Zeiten auch Lichtblicke. Und das ist das, was Harry Potter dann doch lebenswert macht, auch wenn viele blöde Situationen da sind. Harry Potter ist immer düster, aber ich würde Harry Potter als Gesamtes nie als so eine düstere Geschichte bezeichnen, wie man es bei anderen Geschichten machen würde. Deswegen liebe ich Harry Potter so sehr. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Ich hoffe, ihr euch auch. Ich hoffe, der Potter Talk hier hat euch Spaß gemacht. Er war jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen länger als die anderen. Ich hoffe, das hat euch nicht allzu viel ausgemacht. Und ja, wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao.